wissen. Herzlich willkommen zum News-Podcast Android vs. Apple, Folge letzt. Folge Numero letzt. Das war's erstmal, aber wir wollen uns noch ganz kurz verabschieden von der IFA hier. Wir stehen hier nämlich gerade mitten auf dem Messegelände, haben uns schon einige spannende Sachen angeguckt und diverse Geräte gesehen und was nicht als. Wir haben auch ganz tolle T-Shirts bekommen von Samsung. Genau. Und jetzt machen wir so einen ganz kurzen kleinen Messeabschlussbericht, glaube ich. Also nicht Messeabschluss, sondern Abschluss? Heute ist Freitag, heute fängt die Messe an. Ja, ja, na, da kommt ja noch mehr. Ich meine, nur für uns ist ja Abschluss. Ach so, ja. Ja, tschüss, würde ich dann sagen. Ja, beim Abschluss. Und jetzt mal schön. So. Es war schön, es hat Spaß gemacht mit dir. Ich möchte auch gerne noch ein paar andere Sachen mit dir machen. Sonst so, Messe? Messe ist gut. Ich bin auf jeden Fall von der Samsung-Kamera ein wenig inspiriert. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall, was apptechnisch noch kommt. Was auch die XDR-Developer doch noch alles schaffen mit der Kamera. Ansonsten, alles schon mal gesehen. Alles? Ja, so ziemlich alles. Das Note 2 hat mich jetzt nicht groß erwischt. Irgendwie. Was ist mit der Kamera? Also es ist eine Kamera, eine kleine Kompaktkamera, eine Digitalkamera, auf der was Jellybean läuft, ne? Da läuft Jellybean drauf, hat ein 4,8 Zoll Display, ein Quad-Core von Samsung installiert, verbaut. Hat 2 GB RAM als Kamera, 2 GB RAM und 3G-Modul, LTE und WLAN. Also damit kannst du im Endeffekt alles machen, außer telefonieren. Es hat aber auch ein Mikro und Lautsprecher, also... Da kann man auch Filme mitmachen wahrscheinlich, oder? Ja. Also so kleine Filme aufnehmen. Aufnahmen kannst du damit machen, Slow-Mo-Aufnahmen kannst du auch damit machen. Ja, coole Sache. Also ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Ding, fand ich irgendwie sehr spannend. Kostenpunkt? Samsung hat gesagt, das wird auf keinen Fall 700 Euro kosten. Sie wissen, dass sie so ein Gerät nicht für den Preis auf den Markt bringen können. Wir schätzen mal, es wird so um die 400 Euro liegen. Okay, naja gut. Ja, ansonsten so News der vergangenen Woche haben wir ja nicht so viel Ahnung von, weil wir jetzt die ganze Zeit hier waren eigentlich. Ja. Bestimmt sind Dinge passiert. Ja, bestimmt gab es Updates. Samsung hat sich wegen dem Galaxy S3 Jellybean Update noch nicht gemeldet. Da warte ich immer noch freudig auf Informationen. Und ansonsten habe ich auch nichts gehört. Gar nichts. Es ist irgendwie nichts passiert, weil alle auf die IFA gewartet haben. Ja, genau. Also hier kamen ein paar neue Produkte und ein paar neue Ankündigungen von verschiedensten Herstellern. Für die Mac-Leute vielleicht ganz spannend. Ich war heute bei Parallels. Der Parallels Desktop 8 wurde ja vor kurzem vorgestellt. Für die Nutzer von Parallels Desktop 7, die können jetzt schon aktualisieren. Aber Parallels Desktop 8 ist für Neukunden erst ab dem 4. verfügbar. Bei uns könnt ihr schon eine Seriennummer gewinnen. Also ein Exemplar der Software kann man bei uns gewinnen. In dem Artikel, der auch in der Beschreibung verlinkt ist, einfach reingucken und bis Sonntagabend noch in den Kommentarfunktionen da reinposten, warum ihr das nutzt oder wofür ihr das nutzt. Und unter allen Kommentaren verlosen wir dann eine Seriennummer. Für die, die es nicht wissen, mit Parallels kann man unter Mac ein Windows-Programm ausführen oder eine virtuelle Windows-Umgebung starten. Ist das richtig? Richtig, Windows kann man starten. Man kann auch unter Lion zum Beispiel eine virtuelle Mountain Lion-Umgebung starten und unter Mountain Lion eine Lion oder eine Windows. Und man kann sogar Android installieren als virtuelle Maschine, natürlich auch Linux und alles mögliche andere. Es ist eine wirklich coole Software auf jeden Fall. Gefällt mir sehr gut. Da gab es einige Leistungsverbesserungen. Das Ding ist ein bisschen schneller geworden und alles ein bisschen komfortabler für den Benutzer. Man sieht ein bisschen weniger von der virtuellen Maschine. Man sieht eigentlich nur die Programme, die da laufen, aber in der ganz normalen Mountain Lion oder Lion-Umgebung. Einfach mal angucken, ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ja. Gut, dann war das jetzt das. Nochmal kurz zu diesem Abschlussding. Also wir machen jetzt erstmal Sense mit Android vs. Apple News Podcast. Dafür haben wir ein bisschen mehr Zeit für Android vs. Apple die Spots, die wir ganz klein ein bisschen vernachlässigt haben leider in den letzten Wochen. Und andere Projekte, die noch anzukündigen sind. Echt? Was für Projekte? Ja, na das sage ich ja jetzt nicht. Ach so. Ja, aber unser Podcast bleibt noch. Der JFK bleibt auf jeden Fall bestehen. Da haben wir ja eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Jeden Montag bzw. Dienstag wurde es veröffentlicht, in der wir uns ein Thema schnappen und einfach nur darüber reden. Und das finde ich persönlich sogar ein bisschen besser, als wenn du ständig das wegnimmst und ich nicht mehr zu hören bin. Verstehst du? Nee, verstehe ich überhaupt nicht, was du meinst. Ja, naja, dann erzähl doch noch mal ein bisschen was und derweil gucken wir uns dann die Messe an. Ja. Also dann bis irgendwann. Tschüss. Tschüss. Ja, er wollte nicht auf den Turm, weil er Höhenangst hatte. Ich habe gesagt, komm, wir machen die letzte Show für unsere treuen Zuschauer. Machen wir die letzte Sendung von dem Funkturm aus. Ja, genau. Und Jens, allerletzte Sendung. Ne? Ja. Also letzte Amtshandlung. Ja. Ich finde, das ist ganz schön riesengroß hier, das Gelände. Ne? Also wir sind jetzt hier drei Tage schon. Ich habe, glaube ich, so 10% von dem Messegelände gesehen und werde von Menschen hin und her geschubst, weil sie zu wenig Platz haben. Also ich fand es auch ein bisschen schöner, als es noch nicht öffentlich zugänglich war hier und nur für Presseleute, weil da war ja extrem wenig los und man hatte Platz ohne Ende. Ja, die haben aber auch überall gebaut, überall lagen noch Teppichreste rum. Oh, das hätte ich gern.
Ich habe gehört, dass der Stand von Aronix total cool sei. Habe ich auch gehört, aber es hat sich herausgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt. Die Gadgets, das muss